Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich, ja, Licht ins Dunkle bringen, wortwörtlich. Und zwar in dieser Tricks Express Donnerbüchse. Es gab seitens von Tricks nicht die Möglichkeit, eine Beleuchtung einzubauen. Und dementsprechend gibt es auch keine Schleifer hierfür. Und deswegen, ja, war das eigentlich immer ein sehr schwieriges Unterfangen, hier überhaupt irgendwie eine Beleuchtung reinzubekommen. Diese Donnerbüchsen, die wurden, oder es gibt verschiedene, das muss ich so sagen, es gibt verschiedene Ausführungen von dieser Geschichte. Wir haben einmal dieses, ja, ich nenne es jetzt mal wirklich, es ist jetzt schon ein bisschen weiterentwickelt hier. Wir haben hier also die Federn etc. sind angedeutet. Es gibt auch die einfachen Ausführungen, dass das ganze Blech hier einfach weggelassen worden. Das war dann häufig in diesen Startpackungen zu finden, dieses Modell. Wir haben das einmal mit Scheiben, einmal ohne. Hier kann man ja ganz normal eigentlich irgendeine durchsichtige Kunststoffscheiben einsetzen. Wenn das möchte man ja nicht, weil dieses Modell hat ja keine Inneneinrichtung. Die meisten sind klar, nimmt man ein bisschen Schmirgel und macht das dann halt milchig damit von hinten. Dann hat man hier so einen ähnlichen Effekt wie hier. Interessant ist auch hier, dass diese Scheiben nicht ganz so lang sind wie der Waggon. Da wurde also seitens von Tricks auch nicht so drauf geachtet. Auch das gleiche hier, hier hat sie sich verrutscht. Das heißt, wir werden die dann auch mal gleich noch an Ort und Stelle bringen. Man kann das auch hier sehen, ist nicht genau exakt lang geschnitten. Das ist halt so der Nachteil bei diesem Modell. Ja, und genau, das ist auch noch ganz wichtig. In dem ersten Video zeige ich jetzt erstmal, wie man diesen Waggon hier nachbearbeitet, um dann die Beleuchtung wirklich einbauen zu können. Und das zweite Video handelt dann ja, vom Einbau der Platine und natürlich von der Inbetriebnahme und wie es dann das Ganze aussehen wird in dem Waggon. Dann würde ich sagen, können wir hier aufschrauben, das Ganze. Einfach die Schrauben lösen. Und dann an der anderen Seite das Gleiche einfach wiederholen. Schrauben legen wir beiseite. Und da fällt uns schon eine solche Scheibe raus aus dem Waggon. Das war, hier kann man das schön sehen. Hier hat sich der Kleber also abgelöst. Und hier kann man auch noch gut erkennen, wie die eingeklebt war. Ja, das ist der Fahrzeugrahmen. Und das Erste, was wir machen müssen, ist, wir nehmen uns die beiden Schrauben. Jetzt nehme ich mir mal gerade hier zwei. Also diese kleinen Dinger hier. Und die müssen wir hier befestigen. So, was fällt uns auf? Ich jetzt so von der Seite hier gucke, hier kann ich es noch besser sehen.
Das Ganze ist jetzt nicht mehr Plan. Warum müssen wir die überhaupt hier befestigen, damit später der Magnet etwas zum Packen hat, weil diese Schrauben sind magnetisch. So, dafür müssen wir also das Loch senken. Ich habe da mal die Maschine hier vorbereitet. Und ja, wir senken das einfach mal mit, einfach beiden. Immer so ein bisschen langsam rantasten, aber das hier sieht perfekt aus. Das ist super. Und das machen wir dann auch noch an der anderen Seite. Das gefällt mir noch nicht. So sieht das dann super aus. Ja, im nächsten Schritt nehmen wir dann, wie gesagt, die Schrauben, stecken die durch. Nehmen uns den Federring, sehr klein, versuchen den hier auf die Schraube zu bekommen, stellen fest, dass unsere Finger dafür dann doch etwas zu breit sind. Huch. Und legen die Mutter darüber. Dann können wir das Ganze von oben einfach festziehen. Und dann haben wir diese Schraube hier befestigt. Das Ganze wiederholen wir hier einfach. Als nächstes müssen wir für den Magneten ein bisschen Platz schaffen. Und das wäre genau hier an dieser Stelle. Und wir müssen das Ganze aufbohren mit einem 3,1 mm Bohrer, weil die Magneten ja, das auch als Durchmesser haben. Ich prüfe das noch mal eben. Ja, 3 mm passt. Und wir machen das mit einem Handbohrer. Ganz, ganz wichtig. Damit wir, weil dieser Pin ja hier, man sieht es ja, wie der eiert. Damit wir einfach ein Gefühl haben, damit sich hier nichts verkanten kann, damit da eben ja nicht abbricht und der Waggon nicht danach gar nicht mehr zu gebrauchen ist. Das wollen wir natürlich nicht hier haben. Und wir sehen hier schön, wie wir hier reinkommen ins Material. Es ist ja eh nur Kunststoff. Von daher, das ist ja eh relativ simpel zu bohren.
Genau. Dieser Pin, der ist hohl. Das heißt also, wenn wir das Gewinde rausgeholt haben oder das Material, ja, wo die Schraube gepackt hat, diese Verjüngung, dahinter ist es hohl. Und ja, da müssen wir halt einfach mit rechnen, dass eben der Bohrer dann halt hier durchrutscht. Und das Ganze machen wir hoch. Das Ganze machen wir noch auf der anderen Seite. Da fällt die Zellulanscheibe wieder raus. Wichtig ist auf jeden Fall, dass der Bohrer schön scharf ist. Wichtig ist beim Prüfen, dass die, ja, dass da mal mindestens, ich sag mal, so ein Millimeter drüber steht, das Ganze. Das ist jetzt hier noch so grenzwertig, weil wir werden das Ganze ja auch noch verkleben müssen. Der Magnet hält ja nicht einfach so. So, wenn wir das haben, können wir den Kleber anrühren. Erstmal die alten Reste hier raus. Wir brauchen auch gar nicht viel. Das ist wirklich nur, dass es eben mal gehalten wird. Und da brauchen wir auch wirklich nur einen Klecks. Ich werde im Übrigen nicht von Uhu bezahlt. Ich schwöre einfach nur so auf diesen Kleber. Patex wird wahrscheinlich genauso gut gehen. Aber meiner Meinung nach ist das Uhu-Produkt besser, was die, ja, Haftung einfach angeht an der Stelle. Und dann Dann können wir können wir einfach so einfach einen so einen Magneten Magnet nehmen nehmen. und Und tunken den tunken hier wir so hier ein so ein bisschen bisschen rein. rein. Nicht Nicht ganz so ganz so viel. viel. Das war schon Das war fast zu fast zu viel, würde viel, ich würde ich behaupten. Ja. behaupten. Ja. Und dann Und dann können wir können wir den. den. Der Der kommt kommt immer immer wieder wieder raus. raus. Der Da kann die kann Luft die nicht Luft nicht entweichen. entweichen. Das ist Das ist witzig. witzig. Okay. Okay. Vielleicht doch Vielleicht doch 3,2 3,2 bohren, bohren. ich Ich weiß weiß es es nicht. nicht. Wir Dann probieren mal probieren wir das das andere andere Loch. Loch. Auch mal Auch ein mal ein bisschen bisschen weniger weniger Kleber. Kleber. Manchmal ist Manchmal ja ist ja weniger weniger mehr. mehr. Hier geht das. Genau. So. Der Der ist ist schön. schön. Der ist Der ist jetzt auch jetzt auch drin. drin. Könnte nur Könnte noch nur ein, noch ein, einen ein Tacken Tacken rein. rein. Jetzt war er Jetzt war zu er zu weit drin. weit drin. Das Das sollte sollte natürlich nicht natürlich nicht passieren. passieren. Versuche den Versuch jetzt den mal jetzt mit mal dem mit dem zweiten zweiten rauszuholen. rauszuholen. Unmöglich. Unmöglich. Also Also beim beim Eindrücken Eindrücken ganz ganz extrem extrem aufpassen, aufpassen, dass man wirklich nur, dass man dass das man nicht das so nicht so versaut, wie versaut, ich wie es ich hier es hier gerade gerade versaut versaut habe. habe. Wir Wir kontrollieren kontrollieren mal, mal, ob ob das denn das denn doch doch hält. hält. Muss man Muss man nur nur einmal einmal eben das eben hier das hier oben oben blank blank wischen. wischen.
Geht. Hält. Und ich kann das abnehmen, ohne zu schrauben. Muss ich fairerweise sagen, dass natürlich hier auch diese Bleche hier eine entsprechende Klemmwirkung haben. Aber ich biege das mal hier jetzt auf. Zack. Hält. Ja, okay. Aber wenn ich den Waggon so anpacke, von der Schiene nehme, halte ich ihn ja eh so. Das muss man dann halt wissen und beachten. Ich kann ihn aber auch so, klar, wenn ich jetzt hier so doll mache, das Ganze. Und wie gesagt, dadurch, dass die, wenn die Bleche eh so ein bisschen sich hier verkanten. Ja, das ist super. Gefällt. Wichtig ist ja, dass das Ganze nicht während der Fahrt abfällt. Dass es halt an Ort und Stelle gehalten ist und dass es plan aufliegt. Und das tut es, weil das einfach durch den Magneten hier rangezogen wird. Und ganz wichtig auch, natürlich wird das hier auch gehalten. Ich nehme den jetzt mal hier so. Also das hält auch. Ja. Das war jetzt erstmal der mechanische Teil, den wir ändern mussten an dieser Stelle. Und wir können uns jetzt dem elektrischen Teil widmen, beziehungsweise eine Sache mache ich, wenn ich hier schon mal Kleber habe, dann klebe ich auch hier jetzt erstmal die Scheibe wieder an Ort und Stelle, wo sie hin soll oder sollte, so dass der Waggon auch noch mal eine Chance hat, wieder gut auszusehen. Ja, das war der erste Teil. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und während ich das hier klebe und das Ganze trocknet, kommt dann auch der zweite Teil mit der Platine entsprechend. Ja, ich bedanke mich einfach für Ihre Aufmerksamkeit und sage bis demnächst.